Entering Point Dreadful. 6 Gegner, ein Secret. Backpack full of Ammo. Aber naja, wir kennen das ja bei den letzten Levels. Wie das dann in Wahrheit abläuft. Bei dem einen oder bei den paar wenigen Gegnern wird es nicht bleiben. Oh, das Secret haben wir auch schon gefunden. Ui. Okay. Da haben wir hier ein unsichtbares. Okay. Na, ist ja eigentlich an sich wohl der ganz normale Kampf, aber wie kommen wir hier denn wieder hoch? Ah, muss man praktisch immer das hier drücken und sich dann hier beeilen. Das ist ja gemein. Ha. Das ist auch nicht schlecht. Heißt, ganz so einfach wird es einem hier nicht gemacht. Ich habe jetzt gerade noch so gedacht, was? Das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen eine ganz normale Icon auf Sinfighten und mit einem unsichtbaren Ding. Aber nee, nee. Der ist mit einem kleinen Twist. Mhm. Das hat auch nicht ganz funktioniert. Na, shit. Oh, ich glaube, hier runterfallen bedeutet Tod. Na, auch nicht. Oh Mann. Da muss sie ja auch echt gucken, dass der Weg frei ist, weil man muss ja eigentlich praktisch einen ziemlich flüssigen Strafe durch machen, sonst kommt man nicht rechtzeitig an. Ja, das könnte schon... Ah, es hätte fast schon gelangt, dass es nicht mehr... Naja, reicht. Hier habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wunderbar. Dann kommen wir hier mal hin. Ja, jetzt wurde ich schon aufgehalten, es wird nicht mehr reichen. Ja, das ist gemein. Und das wird das deutlich schwieriger machen. Ja, man kommt nicht mit einem normalen... Mit normalem Rennen kommt man hier nicht durch. Man muss einen Strafe Run machen. Ich habe jetzt schon verkackt. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt bei der normalen Doom 2 Echse wäre. Weil wenn da eine Lost Soul über ihm ist... Oh, verdammt. Dann, ne... Das schaffe ich schon nicht mehr. Da blockt ja dann alles. Da sind die ganzen Dinger ja unendlich groß. Oh, Mensch. Ich meine, die blocken auch jetzt nicht schlecht. Also im Großen und Ganzen, je schneller ich es schaffe... Je schneller ich es schaffe, hier den wegzumachen, desto besser. Thank you.
Perfekt. Alter Vater, ey, das ist echt immer sauknapp. Also man darf hier die Viecher nicht ganz ignorieren, so wie man es normalerweise beim Icon of Sin Fight normalerweise macht. Also bei Map 30 von Doom 2. Ich meine, das hier ist ja auch ein Icon of Sin Fight. Ja, ich meine, die nächste muss nur sitzen und dann ist das Ganze ja eigentlich auch schon erledigt. Bisschen zu lange gewartet, verdammt. Holy shit. Oh. Okay. Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich hier speichere, oder? Ah, nice. Nice, und noch runterspringen. Na gut, alle Secrets logischerweise, alle Kills logischerweise nicht. Aber krass, damit hätten wir Alien Vendetta durchgespielt. Und im Großen und Ganzen, ich meine, die Watt wird auf jeden Fall ihrem Ruf gerecht, dass sie sehr schwer ist. Da waren natürlich ein paar richtig kranke Levels dabei. Die Slaughter-Maps natürlich. Es waren ein paar wirklich verdammt gute Level dabei. Ich erinnere mich nur zu gerne an Map 20 zurück. Und zum Thema Map 20 wartet eh noch eine kleine Überraschung. Aber ja... Hat dem Großen und Ganzen schon Spaß gemacht, diese Watt. Dann gucke ich mal. Wir haben bestimmt noch einen anderen Intermission-Text fürs Ende. There you go. You fired the boss. Who's in charge now? That's not your problem. And you don't care. They had it coming. You stuff your rocket launcher in your backpack and start strolling around the ruins of hell. You wonder if you can find a cab or something. Cause after all this carnage and running around... You think you've earned yourself a good rest, not to mention some extraordinary reward. You stand there, looking upwards, tapping your foot patiently, waiting. Ja, krass. Okay. Mal wieder eine gute, klassische Megawatt durchgespielt. Das ist doch nicht schlecht. Dann kann man hier wieder schön durchskippen, bis man bei einem Doomguy gelangt ist, so mache ich das einfach gerne. Aber ja, wie gesagt, eine ganz kleine Überraschung wegen Map 20 wird es noch geben. Wir sind noch nicht ganz durch mit Alien Vendetta. Noch nicht ganz. Also schon, aber eine Sache fehlt noch. Heißt, ein bisschen kommt noch. Aber gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns, naja, bald bei der nächsten Watt wieder. Bis dann, ciao.